Fine to Dine, das Magazin für Kulinarik, das Weihhaus am Rhein und Hibers Frische Center präsentieren Ihnen Regio Gourmet. In der heutigen Sendung geht es um die Wurst und das meine ich nicht nur sprichwörtlich. Ich begrüße Sie zum Regio-Gourmet, meine Damen und Herren. Der Anfang macht nur eine Wurst, nämlich die Winzerwurst vom Jenzer hier in Ahlensee. Anschliessend dann ein ganzes Wurstmenü und zwar im Restaurant Ochsen, auch hier gerade nebendran. Wie immer am Schluss der Weintipp mit einem Wein, der zur Wurst passt. Von der Dorfgasse aus, mitten in Ahlensee, hat man das Schloss Birsegg im Blickfang. Ein eher ungewöhnlicher Anblick ist das Schaufenster hier, ebenfalls in der Dorfgasse. Sel gibt einen Einblick in die Fleischwerkstatt von der Metzgerei Jenzer. Hier innen werden tagtäglich Hunderte von Kilo Fleisch zerlegt und verarbeitet. Hier treffen wir auch auf einen Chef, auf einen Christoph Jenzer. Wie viel Freiland soll ich haben diese Woche? 40. Das ist jetzt Fleisch, das vorbereitet wird für unsere Winzerwurst. Die Winzerwurst vom Jenzer ist eine typische Winterspezialität, wird also nur in der kalten Jahreszeit hergestellt. Und wie diese Herstellung geht, sehen Sie jetzt gerade Schritt für Schritt. Und dazu gehen wir in die Goldwurstküche. Hans-Peter, ich bringe dir noch das frische Freilandschweinefleisch. Merci. Das Schweinige, übrigens Ragu-Qualität, wird jetzt zuerst nicht allzu fein, heisst etwa 8 mm dick gehackt. Hier sieht man jetzt frisch gehackte Freilandschweinefleisch, das wir brauchen für unsere Winzerwürste. Zusätzlich haben wir hier jetzt noch Hackfleisch, Rindshackfleisch in Hamburger Qualität. Und hier ist der Speck, der die Wurst dann noch saftig machen wird. Alles von diesen Zutaten ist Naturafleisch. Dann noch über im Blitz damit. Also wir haben hier unser gehackte Rindfleisch, gehackte Speck. Und jetzt der Hans-Peter bringt uns das Freilandschweinefleisch. Das wird ein bisschen gröber gehackt, dass es schön zeichnen tut. Und die Maschine, die wir hier haben, das ist eigentlich der Blitz, der normalerweise fein schneidet. Aber hier tut es jetzt drunter kneten. Also das hat für mich früher der Metzger von Hand machen. Dann als weiteres kommt dazu Salz. Wir verwenden hier nur Steinsalz. Viel weißer Pfeffer, Koriander. Dann hat wieder auch von der Mutschgenuss wird bei uns verwendet. Dann schmeckt man fein der getrocknete Knoblauch. Das ist eigentlich nur wenig. Also man will, dass der Knoblauch eine gute Würze gibt und nicht, dass es eine Knoblauchwurst ist. Dann, was wir hier haben, ist noch Rotwein, der reinkommt, der auch typisch ist, eine Saucisson-artige Wurst. Saucisson hat auch Rotwein drin, bis jetzt sind wir in einer sehr ähnlichen Rezeptur. Das Spezielle jetzt bei der Winzerwurst ist, dass wir noch Grappa reinmachen. Der Hauptgeschmack vom Schnaps kommt ja eigentlich dann vom Träber. Aber wenn man noch ein Grappa innen rein tut und Wurst, ist es einfach, schmeckt es noch mal viel besser. Da sieht man jetzt das gehackte Fleisch, das schön geknetet worden ist, also alle Gewürze gut verteilt sind. Und die Zutaten sieht man, das ist nur gehacktes Fleisch, also es ist eine grobe Wurst von Naturafleisch. Die Masse ist jetzt fertig geknetet und ist jetzt bereit zum Abfüllen. Da haben wir eine gute Hilfe. Das sind jetzt 50 Kilo Brät, die jetzt hier rauskommen. Hier innen in der Goldwurstküche werden jeden Tag über 1000 Kilo Fleisch zu Würst verarbeitet.
Es sind zusammen mit der weit und breit bekannten Goldwurst total 50 verschiedene Wurstsorten im Angebot. Zurzeit halt eben auch die Winzerwurst. Bei dieser Riesenmenge ist es nachvollziehbar, dass die Maschinen bei der Produktion mithelfen müssen. Das sind jetzt die frisch gefüllten Winzerwürste. Eine Portion hat 130 Gramm. Das macht heute die Maschine. Früher war es nicht Kunst vom Metzger, dass er nach Augenmaß jede Wurst gleich schwer gemacht hat. Der heutige Chef der Metzgerei Jenzer, der Christoph Jenzer, führt diesen Familienbetrieb schon in der vierten Generation. Um schon zu sagen, ob auch die fünfte an den Start geht, ist zurzeit noch nicht definiert. Man sieht, die Winzerwürste sind jetzt fertig aufgehängt und sind jetzt bereit, sie mit Rauch reinzumachen. Wir haben die Würste jetzt in der Rauchkammer drin. Und hier auf der Seite ist eigentlich das Geheimnis für den Rauchgeschmack. Und was wir hier haben, das ist Buchenholz, das geschrotet ist. In dieser Maschine wird das verglimmt, dass das Positive vom Rauchgeschmack rauskommt. Also es darf nicht zu heiß sein und nicht zu kalt, dass es die optimale Beinigung gibt. Dann haben wir hier die Steuerung, die wir eingestellt haben, was der Rauch machen soll. Also das sind verschiedene Schritte, wo zuerst zum Beispiel trocknen ist, nachher ist Riffen, dass die schöne Farbe kommt und das letzte Wort ist dann das Räuchern. Jetzt können wir starten. Nach 6 Stunden kommen die Würste wieder zum Räucherkammer raus. Noch ein letzter Qualitätsgriff, respektive Blick und dann noch in die Abpackerei. Also wir haben hier den Äscher Träber. Das ist die Haut und die Kerne vom gepressten Weintrauben. Wir haben die jetzt eingefroren, dass sie nicht vergären, sondern dass sie auf dem Stand sind, wie frisch gepresst. Und die tun wir jetzt in einen Vakuumsack rein. Speziell an dieser Wurst ist eigentlich, und darum heisst es auch Jenzers Winzerwurst, dass wir die Winzerwurst zum Träber tun und dass das dann ein Aroma bildet, das ganz Spezielle. Also wir haben nicht nur einfach nur Schnaps dran gelernt, sondern wir machen etwas Spezielles. So eingepackt sind Winzerwürste auch gerade parat für die Zubereitung daheim. Einfach im Vakuumsack ins heiße Wasser, etwa eine halbe Stunde ziehen lassen, aufschneiden und die Wurst dann rausnehmen. Schon kommt einem ein herrlicher Trästergeschmack entgegen. Im Laden ist die Winzerwurst dann nur eine unter vielen Würsten. Alle hier im Haus hergestellt und auch alle aus Fleisch von Freilandsäulen. Es gibt aber auch noch viel anderes hier beim Jenzer Zahlensee. Natürlich Fleisch, Pasteten, Sulz, Antipasti und Freilandschinken, die extra ins Tessin reist, um dort 14 Monate zu trocknen. Mehr über Jenzer Zahlensee finden Sie auf der Webseite goldwurst.ch. Immer noch Zahlensee. Es ist ein paar Stunden später und das Nachbarhaus von der Metzgerei Jenzer ist im Visier von der Kamera. Der Gasthof Ochse. Heute zu Abend findet hier ein spezieller Anlass statt. Und der hat uns gewundert gemacht. Das Thema, die Kombination von Würst und Wein. Wo aber sind denn die Gäste? Die Gaststube ist leer, kein Mensch weit und breit. Der Apero-Fendi, so hat man uns gesagt, oben im Ochsensaal statt. Und tatsächlich ist im Stegenhaus von dem über 300 Jahre alten Gasthof Gemurmel und Gelächter von oben zu hören. Auch zum Apero sind Würste angesagt. Natürlich solche vom Jenzer,
aber auch noch ein paar vom österreichischen Berufskolleg Johann Schwarz, der hier gerade in der Mitte am Fachsimplen ist. Später, nach dem Apéro, geniessen die Gäste unten in der Gaststube noch mehr Würst. Sowie jeweils ausgesuchte Wein dazu, die auch vom österreichischen Fleischer stammen. Weil Selle ist auch noch ein Weinproduzent und hat heute seine Weine mit dabei. Uns aber zieht es in die Küche zum Küchenchef Ralf Schafferer, der gerade dabei ist, mit der Winzerwürst, die sie vorher gesehen haben, eins von den Wurstgerichten parat zu machen. So, und das lassen wir jetzt während 25 Minuten bei etwa 70, maximal 80 Grad von sich hin pochieren, sodass wir eine schön saftige Wurst bekommen. Lester, in 25 Minuten ist meine Wurst soweit. Kannst du Risotto und das Gemüse laufen lassen, bitte? Der Ralf Schafferer ist seit 20 Jahren verantwortlich für die Küchenbrigade hier im Ochsen. Seine Stationen vorher sind unter anderem Cesavella St. Moritz und Zägi in Fliegsee. Heute Abend ist er dafür besorgt, dass 70 Gäste mit den verschiedensten Wurstgerichten verwöhnt werden. Wie zum Beispiel mit dem österreichischen Klassiker mit dem gespässig tönenden Namen Blunzengröstl, wo aus Blutwurst und Rösti gemacht worden ist. Oder einer extra für den Anlass kreierten Lachswurst vom Jenzer. Lester? Ja? Meine Würste sind nachher, wir können den fertig machen. Das Aroma von dieser Winzerwurst ist unschlagbar. Die Wurst hat den Geschmack vom Dresden so richtig geil in sich hineingezogen. Und jetzt soll ich wieder dazulaufen. Und wir dann noch. Der Ochsenzahl, also vor 300 Jahren das erste Mal urkundlich erwähnt, ist seit über 90 Jahren im Besitz der Familie Jenzer. Schon lange eine sichere Adresse, wenn es ums regionale Essen und ums Catering geht. Die Idee von diesem Themenabend, Wurst und Wein, stammt von ihm. Adrian Baumgartner von Ulrichwein. Er hat der Johann Schwarz mit dem Christoph Jenzer zusammengebracht. Das Resultat? Eben Wurst und Wein. Das ist das Dessert. Natürlich auch eine Wurst, ist ja klar. Aber eine von der süßen Art. Eine Karamellcreme in Form von einer Wurst. Auch das eine Kreation vom Jenzer. Tipp jetzt ein Sauvignon Blanc. Heute ist es im wahrsten Sinne des Wortes um die Wurst gegangen. Herzlich willkommen zum Wein-Tipp im Februar. Ich selber bin ja auch schon in den Genuss bei einem renommierten Schnapsbrenner im Markgräflerland von so einer Dresdner-Wurst gekommen. Die Zubereitung ist ja wirklich etwas ganz Besonderes und auf alle Fälle sehr schmackhaft. Haben Sie gewusst, dass der Dresdner-Brand verschiedene Bezeichnungen hat? In Italien kennt man es als Grappa und in Frankreich sagt man Mar. Aber in allen Fällen wird das hochprozentige Getränk aus auspressten Trauben hergestellt. Sie sehen also, in der Weinbereitung wird nichts verschwendet. Aber ich präsentiere Ihnen heute kein Schnäpsli, sondern ein Wein, wo ganz hervorragend zu der geräucherten Wurst passt. Es ist ein 2012er Sauvignon Blanc Qualitätsvitroche vom Weingut Johanninger aus Rheinhessen. Rheinhessen ist das größte deutsche Anbaugebiet. Der Wein besticht durch Aromen, die an Kräuter wie Zitronenmelisse und Brennnessel erinnern. Aber auch Komponenten von Äpfel und Beeren kommen zur Geltung. Im Geschmack hat der Wein eine angenehme Säure und er ist sehr frisch. Und im Abgang kommen die kräuterigen, aber auch die fruchtigen Komponenten wieder herrlich zur Geltung. So, und jetzt sage ich Ihnen zum letzten Mal sehr zum Wohl.
denn das ist auch der letzte Wein-Tipp von mir. Ich hoffe, Sie behalten mich in guter Erinnerung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, Ihnen die Weine aus unserem Sortiment vorzustellen. Und ich hoffe, dass Sie mich mal hier im Weinhaus besuchen. Oder Sie kommen einfach an eine von unseren zahlreichen Weinveranstaltungen. Also, noch bleibt mir jetzt nur noch sehr zum Wohl. Sie haben es gesehen, Wurst ist nicht einfach gleich Wurst. Ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen lustig gemacht. Ganz und gar nicht Wurst ist mehr, dass in Zukunft, Sie haben es vorher gehört, Christina Krebs und der Weintipp nicht mehr ein Bestandteil sind vom Regio Gourmet. Für knapp 3 Jahre mitwirken in der Sendung würde ich mich ganz recht herzlich bedanken. Das im Namen vom ganzen Telebasel-Team, liebe Christina. Wir werden weiterhin in Kontakt bleiben und ich denke, du wirst die kamerallose Zeit gut überleben. Wegen der Fasnachtssendungen hier auf Telebasel sehen Sie das nächste Regio Gourmet erst wieder im April. Genauer gesagt am Freitag, am 11. April, wie alle will, ab der Viertel ab 6 zu Abend hier auf Telebasel. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen, sage Ciao zusammen, macht's gut. Regio Gourmet ist Ihnen präsentiert worden von Fine to Dine, einem Weinhaus am Rhein und vom Hebers Frische Center.